Ich begrüße euch alle sehr herzlich im Namen des jungen Kev und der Rosa-Luxemburg-Stiftung Bayern. Mein Name ist Johnny Parks und ich bin Mitarbeiter beim Kurt-Eisner-Verein und werde heute die Moderation übernehmen. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie werden europapolitische Themen immer wichtiger. Darum möchte der Kurt-Eisner-Verein einen stärkeren Fokus auf die EU legen. In einem europapolitischen Forum diskutieren wir jeden Monat verschiedene Themen. In unserer fünften Veranstaltung des Europapolitischen Forums geht es heute um Frontex. Frontex ist eine europäische Agentur, die ihren Sitz in Warschau hat. Sie soll für den Schutz der europäischen Außengrenzen sorgen, um die illegale Einwanderung nach Europa zu verhindern. Die Agentur beschäftigt aktuell rund 1000 Mitarbeiter. Bis 2025 soll das eigene Personal von Frontex um 900%, also auf 10.000 Personen, anwachsen. Und auch Budget und Ausrüstung werden von Jahr zu Jahr mehr. Darüber wollen wir uns heute mit zwei FachreferentInnen unterhalten. Eine Person ist leider gerade noch verhindert. Eingeladen haben wir zum einen Bernd Kasparek. Er ist Migrationsforscher und Aktivist mit dem Schwerpunkt auf der Untersuchung von Grenzregimen. Außerdem ist er Gründungsmitglied des Netzwerks für kritische Migrations- und Grenzregimeforschung CRITNET und einer der Leiter des Forschungsverbandes bordermonitoring.eu. Vor kurzem veröffentlichte er einen Kurzdossier zur Sicherstellung der Rechenschaftspflicht und Grundrechtskonformität von Frontex. Zusätzlich schreibt er am Buch Europa als Grenze, eine Ethnographie der Grenzschutzagentur Frontex, welches im Mai beim Franz Fritz Verlag erscheint. Herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Und außerdem haben wir als zweiten Gast heute die Europaabgeordnete Cornelia Ernst eingeladen. Cornelia Ernst beschäftigt sich schon seit den frühen 90er Jahren intensiv mit Migrationspolitik. Zu diesem Zeitpunkt war sie Mitglied des Innenausschusses des Sächsischen Landtags und beschäftigt sich mit der Situation der Geflüchteten, die von Bosnien nach Sachsen kamen. Seit 2009 ist sie Europaabgeordnete der Partei Die Linke und zuständig für Migrations- und Flüchtlingspolitik. Cornelia Ernst, herzlich willkommen. Ja, hallo. Grüße Sie auch. Ganz toll. Dann möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass wir jetzt gerade live sind und dass unsere Zuschauerinnen und Zuschauer die Möglichkeit haben, in der Kommentarspalte Fragen zu stellen, die dann an uns weitergeleitet werden. Okay, meine erste Frage richtet sich an dich, Bernd Kasparek. Frontex wurde 2004 gegründet. Was war genau der Auslöser für die Gründung von Frontex? Also wie kam es überhaupt dazu? Ja, super Frage, vielen Dank. Ich könnte da jetzt sozusagen sehr weit ausholen. Ich werde es versuchen, ein bisschen kürzer zu machen. Aber der Hintergrund ist eigentlich, dass das europäische Projekt, ne, also die Europäische Union und die Europäische Gemeinschaft davor, eigentlich viele Jahrzehnte lang so einen Fokus hatte darauf, den Binnenmarkt herzustellen. Ne? Also den freien Warenverkehr zu gewährleisten, den freien Dienstleistungsverkehr zu gewährleisten, den freien Kapitalverkehr zu gewährleisten und in gewisser Weise auch die ArbeitnehmerInnen-Freizügigkeit in Europa zu gewährleisten. Und das war so, ne, das erste große Thema von der Europäischen Gemeinschaft, von den Europäischen Gemeinschaften und der Europäischen Union. Und in den 80er Jahren kam es so langsam hinzu, dass man gesagt hat, naja, wie schaut es eigentlich aus mit einer gemeinsamen Innenpolitik, mit einer gemeinsamen Justizpolitik? Ja, wir müssen ja nicht nur Wirtschaftspolitik machen, sondern man kann eigentlich das Projekt der Europäischen Union auch größer denken. Und deswegen hat man in den 80er Jahren angefangen, sich in verschiedenen Foren darüber zu unterhalten. Und der Maastrichter Vertrag von 1993 hat dann zum ersten Mal eine europäische Justiz- und Innenpolitik begründet. Aber ganz anders, als das Konzept vorher war, ne, mit der starken Europäischen Kommission, die Verträge garantiert und sowas, hat man gesagt, in der Justiz- und Innenpolitik sollen die ganzen europäischen Institutionen, also Kommission und Parlament, keine Rolle spielen. Das machen die Regierungen der Mitgliedstaaten unter sich aus. Das haben sie dann auch versucht von 1993 an und man muss eigentlich sagen, dass es grandios fehlgeschlagen ist. Also man hat sich kaum auf irgendwelche
Maßnahmen richtig einigen können. Und das Problem war sozusagen, dass es neben dem ganzen Maastrichter Prozess der in der Innenpolitik, also was Migrations- und Asyl- und Grenzpolitik eigentlich einschließen sollte, es den Schengener Prozess gab. Also das erste Schengener Abkommen von 1985 außerhalb des gesamten EG- und EU-Rahmens, also nur zwischen Deutschland, Frankreich und den Benelux-Staaten, die sozusagen ein sehr fokussiertes Projekt hatten, wie man die Binnengrenzen zwischen diesen fünf Staaten abschaffen kann. Und nachdem das sozusagen so erfolgreich war, 1995 sind die Binnengrenzen tatsächlich oder die Kontrollen, die Grenzkontrollen an den Binnengrenzen tatsächlich gefallen, hat man sich bei der nächsten großen Reform der Europäischen Union 1997 in Amsterdam, hat man gesagt, ach, wenn das mit dieser dritten Säule aus Maastricht, also diese Justiz- und Innenpolitik, nicht funktioniert, wieso holt man sich nicht einfach den Schengener Prozess nach Europa rein? Der hat ja schon funktioniert, der wird jetzt einfach übernommen und wird jetzt Teil von einem europäischen Projekt. Und 1999 ist der Vertrag von Amsterdam dann in Kraft getreten. Ja, und dann hatte man sozusagen plötzlich die Herausforderung, dass es eine europäische Kompetenz für Grenz-, Migrations- und Asylpolitiken gab. Dann gab es ab 1999 lange Diskussionen auf der europäischen Ebene, wie man jetzt dieser neuen Verantwortung eigentlich gerecht wird. Es gab dann schon immer diese ersten Ideen, man könnte ja sowas wie eine europäische Grenzschutzpolizei schaffen, ne, so analog zur Bundespolizei. Aber viele Mitgliedstaaten haben gesagt, das wollen sie nicht. Das berührt die Souveränität der Mitgliedstaaten zu stark. Ne? Kontrolle über die Grenze ist sozusagen Kernkompetenz von einem Nationalstaat. Und deswegen hat man sich dann 2004 darauf geeinigt, so eine etwas technische Vernetzungsagentur erstmal zu schaffen. Also eine Agentur, die erstmal nur Expertise für den Grenzschutz sozusagen sammeln soll und den europäischen Mitgliedstaaten zur Verfügung stellen soll. Und deswegen hat die Agentur damals auch diesen sehr, sehr langen Titel gekriegt, dass es eben nur eine europäische Agentur für die Kooperation der Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten an der europäischen Außengrenze oder eigentlich sogar an der Außengrenze, nee, an der Außengrenze der Mitgliedstaaten der Europäischen Union sein soll. Ne? Also in diesem Titel steht schon drin, dass es eben erstmal keine Grenzschutzpolizei sein soll. Da steht auch drin, dass es keine europäische Außengrenze gibt, sondern dass die Grenze immer zu den Mitgliedstaaten gehört. Aber das war sozusagen der erste Versuch auf der europäischen Ebene, diese Agentur, so eine Agentur zu schaffen, um zu einer Harmonisierung von Grenzschutzpolitiken und Praktiken, also vor allem Praktiken, hinzuwirken. Und die Agentur ist dann 2004 beschlossen worden und hat dann im Mai 2005 ihre Arbeit aufgenommen, also hat das Hauptquartier in Warschau bezogen und hat seitdem angefangen, eben im Namen der Europäischen Union zu agieren. Vielen lieben Dank dir. Ja, meine nächste Frage richtet sich an Cornelia Ernst. Ich würde gerne mit dir über die Aufgaben von Frontex reden. Und sowohl in Deutschland als auch in der EU gilt ein Asylrecht. Und jetzt frage ich mich, soll Frontex auch dieses Asylrecht gewähren? Ja, ich muss sagen, dass ich etwas erstaunt war über die Frage, wenn man über Frontex redet. Die Gewährung von Asylrecht, das ist ja schon sehr denkwürdig, aber vermutlich kann man sie trotzdem ja stellen und sollte man es tun. Wenn wir uns die Aufgaben anschauen von Frontex, was ja mal ganz klein angefangen hat, das wurde ja jetzt wunderschön geschildert, ist hier tatsächlich eine Agentur installiert worden mit einem Primbamborium, die Zusammenarbeit mit verschiedenen Behörden, Strafverfolgungsbehörden, Ausbau mit Europol soll es künftig geben, noch mehr. Man verfügt über Schiffe, über Flugzeuge, über Ausrüstung zur Grenzüberwachung, überlegt jetzt, wie man sogar die militärische Ausrüstung hier stärken kann. Das spielt ja eine wichtige Rolle. Also das alles gehört in diesen Bereich und die EU-Außengrenze soll halt überwacht werden. Aus zwei verschiedenen Gründen oder mehreren Gründen. Ich nenne mal einmal die grenzüberschreitende Kriminalität als einen wichtigen Punkt und natürlich die, was auch immer das ist, irreguläre oder illegale Migration, die es eigentlich nicht gibt. Und dazu gibt es dann verschiedene Tools, die
mit ihnen zu tun haben. Es werden Lagebilder hergestellt, es werden Trends erarbeitet, man hat Eurosur installiert, um tatsächlich auch genaue Bilder zu bekommen. Ja, und man unterstützt damit natürlich auch die Mitgliedstaaten in ihrer Arbeit an den EU-Außengrenzen, um es mal so auszudrücken. Arbeitet zusammen mit den Küstenwachen, natürlich stimmt sich dort ab. Besonders gut geht das eben bei der Abschottung gegenüber Geflüchteten, um das mal etwas zynisch zu sagen. Rückführungsaktion, das wird auch in der nächsten Zeit noch eine größere Rolle spielen. Also eine größere Kompetenz soll ja auch in Richtung Frontex zustande kommen. Wir werden sehen, ob das im Parlament auch die Unterstützung findet, wie der Vorschlag der Kommission momentan auf dem Tisch liegt. Müssen wir das ja erstmal untersuchen. Es gibt Schulungen für Grenzbeamte. Ja, es ist ein Mechanismus entstanden, eine Agentur, die tatsächlich immer mehr auch ihren Fokus gerichtet hat auf die Bekämpfung der sogenannten illegalen Migration. Und wenn man sich das anschaut, es wird 10.000 Grenzbeamte hier mal geben. Wir haben übrigens im Parlament, das ist mal was Positives, die Genehmigung der seitens des Rechnungshofes für Frontex nicht gegeben. Aus verschiedenen Gründen, das sind doch ganz normale Gründe, dass man einfach nicht nachgewiesen hat, wie man mit dem Geld umgegangen ist. Ja, und momentan ist also Frontex eigentlich nur verbunden mit der Frage der Abschottung von Migrantinnen und Migranten und der Mitwirkung zusammen mit den Küstenwachen der Mitgliedstaaten bei Pushbacks. Und wir sind da wirklich dabei, diese Rolle von Frontex näher zu analysieren, ja, um möglichst diese Praxis zu beenden. Ein klares und ausführliches Nein auf meine Frage. Danke dir. Nun habe ich eine Frage an euch beide, nämlich also die Liste an Skandalen und Kritik an Frontex sind ja, könnte man schon sagen, schier endlos, zumindest wenn man sich so auf Recherche begibt, dann findet man sehr viel. Und ich habe mich gefragt, worum es in der ersten Kritik an Frontex, mit der ihr euch auseinandergesetzt habt in euren beruflichen Feldern, worum es dabei ging, also wann ihr das erste Mal beruflich mit dieser Kritik zu tun hatte. Genau, Bernd macht gerne den Anfang. Ja, danke. Ich würde noch mal kurz, vielleicht ganz kurz ausholen. Ich habe sozusagen, weil ich mich jetzt seit 15 Jahren mit der Agentur beschäftige, was natürlich immer eine gute oder wichtige Frage, was sozusagen die Kritik an der Agentur ist. Ich finde aber, dass es halt in den letzten Jahren noch mal massiv zugenommen hat, weil, wie ich vorhin gesagt habe, es hat sozusagen als eine sehr kleine technische Agentur angefangen, die schon an interessanten Schnittpunkten gewirkt hat, wie zum Beispiel eben, Cornelia hat das gerade ja auch schon gesagt, stark mit Strafverfolgungsbehörden, ich würde auch sagen mit Militärinstitutionen teilweise oder auch mit Geheimdiensten zusammengearbeitet hat. Und darin schon nicht sehr transparent war und es auch nicht immer ganz klar war, was genau in den Operationen der Agentur an der europäischen Außengrenze passiert. Aber diese Operationen waren in den ersten 10 Jahren immer relativ klein und relativ kurz. Und was 2016 passiert ist, ist eben meiner Meinung nach ein qualitativer Schritt, der stattgefunden hat. Dann hat man nämlich gesagt, also als die neue Frontex-Verordnung in Kraft getreten ist 2016, hat man eben nicht mehr gesagt, das ist jetzt nur eine kleine technische Agentur, sondern man hat gesagt, das soll jetzt eigentlich die Agentur sein, die den europäischen Grenzschutz organisiert. Die hat plötzlich eine sehr zentrale Rolle gekriegt, hat auch in einer gewissen Art und Weise eine Aufsichtsfunktion über die nationalen Grenzschutzsysteme gekriegt, weil sie so Evaluierungen durchführt. Und 2019 kam dann die nächste Reform, das hat Cornelia auch schon gesagt. Da hat man aber gesagt, aus Frontex wird jetzt die erste eigentlich uniformierte und gut ausgestattete, auf Englisch sagt man immer Law Enforcement Agency, ne? Also eine Polizeieinheit werden. Und das ist wirklich kurios, weil wenn man sich die Geschichte der Europäischen Union anschaut, es gibt solche Behörden nicht. Ja? Es gibt keine europäische Polizei, es gibt keine europäische Zollpolizei, es gibt keine europäische Armee. Das könnte man so fortsetzen, ne? Europäische Geheimdienste und sowas, das gibt es nicht.
Und ich finde, das hat auch einen guten Grund, warum es die nicht gibt. Die Europäische Union ist anders angelegt und sollte auch anders angelegt bleiben. Aber bei Frontex hat man eben gesagt, nein, wir machen daraus eine richtige Polizeieinheit mit 10.000 Grenzschützerinnen und Grenzschützern, die bis 2027 eingestellt werden sollen und die dann auch exekutive Aufgaben wahrnehmen sollen an den europäischen Außengrenzen, die Waffen tragen sollen, ja, die also wirklich Ausweiskontrollen dort machen können, die Einreise verweigern können, die Leute festnehmen können nach einem irregulären Grenzübertritt. Das ist schon, finde ich, ein wichtiger Punkt, den man hervorheben muss, dass da für das europäische Projekt gerade was ganz Gewaltiges passiert, ohne dass es viel Diskussion dazu gab. Und da kommen jetzt diese ganzen Skandale rein, meiner Meinung nach. Die Agentur ist einfach viel zu schnell gewachsen. Und das größere Problem, was ich sehe, ist, es gibt keine gute Aufsicht über diese Agentur. Ja, das System funktioniert nicht richtig. Die Kommission schaut der Agentur nicht genug auf die Finger. Es gibt einen internen Verwaltungsrat, sowas wie einen Aufsichtsrat vielleicht, innerhalb der Agentur, der auch anscheinend nicht richtig aufpasst, das Europäische Parlament. Ich finde es total super, übrigens, dass ihr jetzt diesen sozusagen Untersuchungsausschuss gegründet habt, aber das sind schon sozusagen sehr starke Mittel, ne, zu denen das Europäische Parlament gerade greifen muss. Und das ist vielleicht okay für so eine kleine Agentur, die technischen Austausch macht, aber für eine Polizeieinheit mit 10.000 Grenzschützerinnen, da muss es einen besseren Aufsichtsmechanismus geben. Und das zeigt sich jetzt gerade, dass es das alles nicht gibt. Du hast es gesagt, das ist eine lange Liste von Skandalen. Das fängt natürlich damit an, dass die Agentur oder dass der Agentur vorgeworfen wird, in Pushbacks, also in illegalen Zurückweisungen von Schutzsuchenden, die oft mit einer Todesgefahr verbunden sind, verwickelt ist. Oder, und ich finde das fast noch wichtiger, dass die Agentur, weil sie ja an der Grenze aktiv ist, von solchen Praktiken weiß, zum Beispiel von der griechischen Küstenwache, aber interne Berichte wohl systematisch zensiert, damit das Wissen um solche illegalen Akte nicht in Warschau ankommt. Es gibt dann noch natürlich viele andere Skandale, die dazukommen. So wird zum Beispiel gesagt, dass die Agentur irgendwie Gelder verschwendet hat. Anscheinend wurden Millionen Euro für ein Software-System ausgegeben, was nicht funktioniert. Der ganze Prozess, diese 10.000 Border Guards einzustellen, scheint nicht richtig zu funktionieren. Das ist sozusagen ein Managementproblem. Aber ich finde schon, dass es nochmal darauf hinweist, dass diese Agentur zu schnell gewachsen ist und dass zu viel von ihr gefordert wird und sie das nicht leisten kann und vielleicht auch gar nicht leisten sollte. Ein Punkt, der mir noch besonders wichtig ist, es wird ja immer nachgeschärft sozusagen, dass man sagt, irgendwie die Kompatibilität mit Menschenrechten von Frontex-Handeln muss irgendwie gewährleistet werden. Und in die letzte Verordnung 2019 wurde so ein ganz explizites Mandat reingeschrieben, dass die Agentur bis Dezember 2020, also vor 4 Monaten, 40 sogenannte Menschenrechtsbeobachterinnen und Beobachter einstellen muss. Es soll 40 Leute geben bei der Agentur, die auch nicht nur im Hauptquartier sitzen, sondern die auf den Abschiebeflügen dabei sind, die bei diesen Operationen dabei sind, die in den Hotspots dabei sind und gucken, dass die Agentur sich menschenrechtskonform verhält. Und offensichtlich der Exekutivdirektor, also der Chef von Frontex, hat das wohl systematisch hintertrieben, dass bis heute von diesen 40 Personen keine einzige eingestellt worden ist. Und das ist sozusagen der Punkt, wo ich nicht mehr den Eindruck habe, das ist einfach nur Missmanagement, sondern da gibt es anscheinend innerhalb der Agentur eine strategische Orientierung, dass man sagt, dieser Menschenrechtskontrolle wollen wir uns nicht unterwerfen. Und das halte ich für ein riesiges Problem aktuell. Vielen Dank. Ja, Cornelia Ernst, möchtest du ebenfalls noch auf diese Frage antworten? Na klar, da ist man ja ganz scharf drauf. Ne? Also im Grunde genommen immer bei allen Besuchen. Und wir sind wirklich durch ganz Europa, aber auch afrikanische Länder, weiß der Teufel wo gewesen als Fraktion. Und auch vorher war ich da schon häufig, hatten wir immer mit Frontex zu tun. Und es ist kein Geheimnis, dass die Linke Zeit ihres Lebens gegen die Installierung einer solchen Agentur gewesen ist. Und das hat sich auch nicht geändert, im Gegenteil noch verstärkt. Und ich gebe zu, dass ich da auch gewisse eigene innere Antriebe habe,
dieser Agentur, so wie sie jetzt aufgestellt ist, wirklich beizukommen. Und wenn man davon ausgeht, dass also Legere einfach mal für 94.000 Glocken ein großes Dinner in Warschau da unter Einladung von Gott und der Welt durchführt, als Frontex Exekutivdirektor, da fängt man an, schon ein bisschen über die Welt nachzudenken. Es ist richtig, die 40 Grundrechtsbeamten sind nicht eingestellt worden. Bis heute labert er da irgendwelches Zeug herum. So hat er sich jedenfalls in den ersten Anhörungen uns gegenüber aufgestellt. Und es kommt der interessante Aspekt noch dazu, die ganze Frage der Bewaffnung. Wir haben zum Beispiel ihm die Frage gestellt, und da hat er ein bisschen Affentanz drumherum gemacht. Wie ist das eigentlich, wenn die Bewaffnung stattfindet? Muss es auch einen Schießbefehl geben an irgendeiner Stelle? Was machen die sonst mit den Waffen? Oder wie geht man mit dieser Frage um? Dem ist er ausgewichen. Aber er hat nicht gesagt, es gibt keinen oder es soll keinen geben. Also das nur nebenbei. Wir sind schon auf dieser Ebene, dass wir damit rechnen müssen, dass Frontex auch ein bisschen mehr zulangt. So, dann die ganze Geschichte der Pushbacks, der stellt sich hinter Legere, man muss sich das überlegen, und sagt, Pushbacks, wenn wir das Gefühl haben, dass beispielsweise auf diesem Schiff, was dort gerade zu sehen ist, Menschenschmuggel oder irgendwelcher anderer Schmuggel stattfindet, dann besteht die Möglichkeit, eine Routenänderung zu erzwingen. Das ist für ihn, das hält er als völlig legal, wie auch immer er erkennt aus der Ferne, dass da Menschenschmuggel stattfindet oder irgendetwas stattfindet in dieser Weise, Kriminelles. Das ist dann noch das große Rätsel. Es werden also Pushbacks geleugnet als Struktur, beziehungsweise das, was in dem Zusammenhang passiert, zu legitimieren. Und da hört es dann auf. Da ist dann wirklich der Krieg mit dem Parlament da und der ist da, was diese Frage angeht. Pushbacks sind illegal und da gibt es auch nichts dran zu deuteln. Und dann gibt es noch einen Punkt, den man unbedingt benennen muss. Das ist der Artikel 46.2 der Frontex-Verordnung. Der beinhaltet ja, dass ich teilweise oder ganz eine Operation aussetzen muss, und das muss Legere machen, wenn Menschenrechtsverletzungen zu sehen sind. Eine Verletzung von Menschenrechtsverletzungen, Grundrechtsverletzungen also gesehen werden kann. So, er hat uns gesagt, das ist für mich ein Last Resort, wir müssen dafür Kriterien erst noch entwickeln, wie wir damit umgehen. Das heißt, dieses Gesetz, was für ihn ja gilt und seine Agentur, setzt er selber in Zweifel. Und da muss ich ehrlich sagen, wird es dann wirklich enge. Ja, man muss Frontex kritisieren, die Allmacht des Exekutivdirektors, und man muss die Kommission kritisieren, die sich hinstellt und sagt, wir übernehmen die politische Verantwortung. Ja, was heißt denn das? Aber wir sind nicht zuständig für das, was im Verwaltungsrat passiert. Aber im Verwaltungsrat sitzen ja nicht nur die Mitgliedstaaten und Legere, sondern auch zwei Kommissionsmitglieder oder Mitglieder im Auftrag der Kommission. Und hier müssen wir heran, wir müssen die Verantwortlichkeit auch in Frage stellen, wie sie jetzt wahrgenommen wird. Und deshalb muss man diese Agentur, so wie sie jetzt aufgestellt, in Frage stellen. Lieben Dank dir. Ja, Cornelia Ernst, du bist ja seit 2009 Mitglied im Europäischen Parlament und du hast es gerade auch schon angedeutet mit Krieg mit dem Parlament. Und da frage ich mich, welchen Einfluss haben denn die Abgeordneten und das Europäische Parlament auf die Agentur Frontex? Naja, unseren größten Einfluss hätten wir, indem wir diese Frontex-Verordnung verändern, um es mal so zu sagen. Weil sie hat einfach so gravierende Mängel, dass tatsächlich ein Exekutivdirektor sich hier sehr viel herausnehmen kann. Aber ich will mal sagen, worauf es ankommt. Wenn wir diese in der Working Group, die sich mit den Vorfällen um Frontex beschäftigt, wenn diese Working Group ein Fact-Finding-Bericht auf den Tisch legt mit Nachweisen von Pushbacks, Beteiligung an Pushbacks durch Frontex, dann denke ich, haben wir gute Chancen, tatsächlich etwas zu verändern. Weil dann muss der Verwaltungsrat verändert werden. Es muss ein unabhängiger Mechanismus, Überwachungsmechanismus eingeführt werden, der die Grundrechte an den EU-Außengrenzen überwacht.
Und es muss auch eine ganz andere, nämlich eine öffentliche Berichterstattung über Vorfälle geben, die es bislang nicht gibt. Und es muss zum Beispiel auch eine Whistleblower-Stelle geben, damit die Frontex-Beamten, die sich zum Beispiel weigern, und da gibt es Beispiele, diese Praktiken mitzumachen, auch geschützt sind, beziehungsweise diese Position auch an uns weitergeben. Es gibt eine Menge Einfluss auf Frontex, in erster Linie über den Gesetzgebungscharakter. Wir müssen als Parlament jetzt agieren. Jetzt ist die Stunde des Parlaments. Wenn wir keinen vernünftigen Bericht zustande kriegen über das Verhalten von Frontex, ist die Situation weg für viele, viele Jahre. Dann können die machen, was sie wollen. Und deshalb ist diese Untersuchungsgruppe wirklich das wichtigste Produkt, was wir so in letzter Zeit zustande gebracht haben. Ich hätte mir einen EU-Ausschuss gewünscht, einen Untersuchungsausschuss. Dafür gab es keine Mehrheiten, leider. Aber diese Gruppe, wie sie jetzt erstmal aufgestellt ist, lässt hoffen, dass da etwas Vernünftiges zustande kommt. Genau, da hast du schon wunderbar übergeleitet zur nächsten Frage. Und zwar hat sich ja eben vor wenigen Wochen im Rahmen des Innenausschusses des Europäischen Parlaments die Frontex-Arbeitsgruppe gegründet. Und Cornelia Ernst, du bist ja sogar Mitglied dieser Arbeitsgruppe. Möchtest du erzählen, was dort bisher geschehen ist und was dein Ziel in dieser Arbeitsgruppe oder mit dieser Arbeitsgruppe ist? Ja, man kann schon sagen, dass es nicht so von ungefähr ist, dass wir überhaupt zu dieser Arbeitsgruppe gekommen sind. Nochmal ganz kurz, wie gesagt, EU-Ausschuss hatten wir uns gewünscht. Das scheiterte an den Sozialdemokraten. Grüne, wir und auch die Liberalen haben das unterstützt. Wir brauchen aber die Mehrheit im Parlament und die haben wir mit den Sozialdemokraten. Okay, dann kam die EVP-Fraktion, also die Konservativen, und sagten, tja, so eine schöne Kontrollgruppe könnten wir uns vorstellen im Innenausschuss. Und aber mehr wollen wir eigentlich nicht, also Untersuchung ist eigentlich nicht so unser Ding. Na gut, und dann gab es Verhandlungen zwischen den vier Fraktionen, spannenderweise also uns, den Grünen, den Liberalen und den Konservativen. Und so entstand dann dieses Konstrukt der Arbeitsgruppe, die zunächst 4 Monate untersucht, das Verhalten von Frontex in Bezug auf die Menschenrechtsverletzungen. Und das ist ja in erster Linie mit Pushback, mit den Pushbacks in Verbindung zu bringen. Ja, und dann eine Kontrollgruppe praktisch beizubehalten bis zum Ende der Legislatur, die ständig damit beschäftigt ist, Frontex sich unter die Lupe zu nehmen. Das ist, glaube ich, schon mal ganz gut. Was wir uns da versprechen, sind natürlich Ergebnisse. Wir brauchen vor allem auch die vielen Hinweise und Dokumentationen von NGOs. Wir haben als Fraktion eine Art Blackbook Ende letzten Jahres herausgegeben. Ein Blackbook, das deutlich macht, die Gewalt an den EU-Außengrenzen. Wir haben also zig Zeugen zusammenführen können, Zeugenaussagen zusammenführen können, mit all den Beweisstücken auch, die ja schon da sind, mit Hilfe von NGOs, das muss man dazu sagen. Sonst hätten wir das natürlich, wir hätten das natürlich gar nicht machen können. All das passiert, das ist wichtig. Und dann muss das in eine Resolution geschrieben werden. Das ist nun mal so vom Prozedere, wo wir die Kommission auffordern, tatsächlich einen neuen Draft auf den Tisch zu legen, einen Vorschlag für die Veränderung der Frontex-Verordnung. Das ist für mich so das Minimum, da ich bekanntermaßen nicht sonderlich an Frontex-Reformfähigkeit glaube, aber alles tue, was da nach vorne führt, das ist völlig klar. Im Parlament selber, glaube ich, gibt es viel Einigkeit, dass irgendwie etwas gemacht werden kann, aber ich schätze, die Einigkeit wird sich dann relativieren, je konkreter die Dinge werden. Und ein Großteil der EVP-Fraktion ist sehr interessiert daran, möglichst nachzuweisen, dass alles Paletti ist. Und diesen Kampf müssen wir führen. Wir müssen die Beweise auf den Tisch legen. Gelingt uns das nicht, ich wiederhole mich von vorhin, dann machen die in den nächsten 10, 20 Jahren, was sie wollen. Dann können wir das nicht mehr kontrollieren. Eine dystopische Aussicht. Ja, Bernd Kasperek. Und zwar ist ja auch ein Zweck von Frontex, wie ihr beides vorhin schon erzählt habt, die sogenannte illegale Einwanderung zu stoppen.
Und Sie sprechen ja auch wie viele andere sogenannte Sicherheitsbehörden von dieser präventiven Wirksamkeit, also schon dadurch präventiv wirksam zu werden, wie man auftritt und wie man seine Einsätze macht. Und da frage ich mich, inwiefern hat sich durch Frontex Migration verändert oder welchen Effekt haben derartige Grenzregime auf Menschen auf der Flucht? Ja, vielen Dank. Das ist interessant, weil also ganz lange Zeit hat die Agentur ja behauptet, sie hätte überhaupt nichts mit Migration zu tun. Die haben immer gesagt, wir machen Grenzschutz und wenn es während der, in der Ausübung sozusagen von dieser Tätigkeit zu Gesetzesverstößen kommt, wie zum Beispiel eine unautorisierte Einreise, dann muss man natürlich handeln. Aber das hat überhaupt nichts mit Migration zu tun, haben sie gesagt immer. Ja, es war immer so der Versuch, und das ist natürlich irgendwie ein sehr bekannter Versuch, zu sagen, ja, es geht ja hier nur um technische Maßnahmen der Grenzsicherung, so ganz abstrakt, ne? Und das hätte überhaupt nichts mit Migrationssteuerung oder wie es auf der EU-Ebene immer heißt, Migration Management eigentlich zu tun. Und das ist in den letzten Jahren aber eigentlich weggefallen. Die Agentur ist mittlerweile viel aktiver darin, sich auch selbst so darzustellen. Ich nehme auch an, dass es was mit dem Rechtsruck in Europa zu tun hat seit 2015, dass man da also sozusagen offener auftreten kann, dass man eine Agentur ist, die sich gegen die illegale Migration wendet. Aber tatsächlich, wenn man sich die Agentur anschaut, hat die eigentlich von Anfang an darauf gesetzt, Migration ja, zu steuern und zu verhindern. Weil die Agentur sagt immer über sich selbst, und das wäre sozusagen die Antwort auf deine Frage, dass sie erkenntnisgestützt arbeitet. Ne? Also die hat sich so von Anfang an hingestellt und gesagt, wir machen Grenze ganz anders. Ne? Der normale Grenzschutz bewacht die Grenze und macht Grenzkontrolle bei Übertritten. Wir, sagt die Agentur, wir sammeln erstmal Informationen. Ne? Das nennen sie Risikoanalyse. Wir sammeln ganz viele Informationen über die Modi der Migration, auch der irregulären Migration, wie das funktioniert, um dann ganz gezielt an den jeweiligen Orten einen Einsatz zu fahren, wo man das braucht. Ne? Also wo es zu einem erhöhten Aufkommen von irregulärer Migration kommt. So würde die Agentur eigentlich ihre eigene Tätigkeit beschreiben. Und das führt natürlich dazu, dass sich so ein ständiges, eine ständig sich verändernde Grenze ergibt daraus, ne? Weil die Agentur sozusagen immer versucht, ihre Einheiten dort zu platzieren, wo sie am meisten oder am stärksten wirksam werden können gegen die Migration. Was, glaube ich, noch hinzukommt, das hat vielleicht nur halb was mit der Agentur zu tun, sondern hat auch sehr viel damit zu tun, wie Migration auf der europäischen Ebene verstanden wird. Es gibt weniger eine Konzentration eigentlich auf die Grenze an und für sich, sondern dass man sagt, man muss entlang der Migrationsrouten denken. Ja, also die stehen ja sozusagen, ne, rechtwinklig aufeinander. Man kann sagen, man konzentriert sich auf die Grenze oder man konzentriert sich auf die Routen. Aber die Agentur, und das hat sie tatsächlich von der Europäischen Union, hat so ein Konzept davon, dass es die Grenze selber, ne, die Grenzlinie spielt nur eine ganz kleine Rolle. Viel wichtiger ist eigentlich, oder genauso wichtig ist für die Agentur, was passiert im Vorfeld und was passiert in dem Raum bis zu den Herkunftsregionen von Migration. Und dort will die Agentur genauso aktiv werden. Ne, zum Beispiel hat die Agentur schon 2007 einen ersten, sozusagen so einen Fieldtrip nach Libyen gemacht, um zu verstehen, wie man eigentlich Libyen, damals noch unter Gaddafi, in das europäische Grenzregime mit einbeziehen kann. Und wenn jetzt zum Beispiel so prominent darüber berichtet wird, wie sich die EU in Niger engagiert, dann ist es genau das Gleiche. Ne? Man hat quasi erkannt, dass durch die Sahara relativ wenige Routen führen. Und wenn man dort schafft, diese Routen strategisch zu blockieren, dann kommen viele Menschen gar nicht mehr am Südrand des Mittelmeers an und können gar nicht mehr die Überfahrt nach Europa antreten. Und das ist sozusagen eine neue Konzeption von Migrationssteuerung, zu der die Agentur sehr, sehr viel beigetragen hat. Und das hat jetzt nur halb was mit deiner Frage zu tun, aber ich will das unbedingt sagen. Ich fände es total wichtig, gerade weil die Agentur sozusagen so viel nachrichtendienstliche Tätigkeiten hat, ne, Informationen sammelt und auswertet und sowas. Und vielleicht wäre das was Cornelia mitnehmen kann.
Ich würde wirklich sagen, man muss der Agentur in ihr Mandat reinschreiben, dass sie im Rahmen von dieser Informationssammlung, die ja nach eigener Aussage so wichtig ist für die Agentur, im Rahmen dieser Informationssammlung muss auch systematisch erhoben werden, wenn es zu Menschenrechtsverletzungen an den Außengrenzen der Europäischen Union kommt. Das ist vollkommen kompatibel mit dem Informationssammlungsmandat. Aber ich fände es total wichtig, weil wenn dieser Apparat, ne, die Risikoanalyseeinheit von Frontex, anfängt, diese Daten zu sammeln und sich Gedanken darüber macht, wie man noch mehr sammeln kann und wie man diese Daten besser auswerten und aufbereiten kann, dann kann sich die Agentur nicht mehr lange hinstellen und sagen, wir wissen nichts von Pushbacks, sondern dann haben die eine eigene Einheit, die ihnen diese Daten sozusagen sammelt, aufbereitet und auf den Tisch legt. Und dann, glaube ich, wird es sehr, sehr schwierig für die Agentur zu sagen, wir wissen nichts von Menschenrechtsverletzungen. Wir haben das nicht gesehen. Wow, hier werden politische Ideen ausgetauscht. Das klingt ja spannend. ja, aber genau wenn ich mir sowas anhöre, was du erzählst, Bernd, dann frage ich mich schon, was die EU so da macht, beziehungsweise vorgibt zu sein. Also 2012 hat die EU ja einen Friedensnobelpreis erhalten. So friedlich klingt das gerade alles nicht. Und betont auch immer wieder, wie wichtig Demokratie, Menschenwürde sind. Inszeniert sich gerade für meine Generation sehr so als grenzenloses Paradies. Das war so der Vorteil von der EU, den wir immer sozusagen hingelegt bekommen haben als Pro-EU-Argument. Und Cornelia Ernst, da frage ich mich, ist das nicht eine bewusste politische Umsetzung? Also ist Frontex nicht eine bewusste politische Umsetzung im Sinne von absolut nationalistischen Interessen innerhalb der EU? Ja, das ist schwer zu sagen, ob es nur nationalistische Interessen sind. Wenn ich die EU betrachte von ihrem Beginn, wenn man mal die Geschichte der EU betrachtet, ihre Vorläuferin, dann war das doch zunächst erstmal was Progressives nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, wir wollen nicht mehr aufeinander schießen, sondern lieber miteinander Handel treiben. Der Binnenmarkt wurde bemerkt vorhin als ein Ausgangspunkt in den Vorstellungen. Später fällt einem ein, ach Gott, da hat es doch auch was mit Rechten zu tun und mit Demokratie. Also müssen diese Fragen auch noch eine wichtige Rolle spielen. Und so ist ja, wenn man so will, das Europäische Parlament als solches entstanden, erst im Nachhinein oder in einer bestimmten Phase der Entwicklung der EU. Ich glaube schon, dass die Uridee der EU eine sehr progressive war. Und ja, wenn man mal an Spinelli und Kollegen denkt, die im Gefängnis von einer ganz anderen EU geträumt haben, die natürlich immer eine friedliche war, aber auch das, was danach kam, glaube ich, ist im ersten Moment schon ein großer progressiver Schritt gewesen. Und das sollten wir nicht beiseite schieben, wenn wir über die Zukunft der EU vor allem sprechen. Da ist mir das sehr, sehr wichtig, dies deutlich zu machen. Die EU ist ja auch kein Militärbündnis, wie das häufig allerdings in der Geschichte Europas war, jemals in dem Sinne gewesen. Aber, und nun kommen die dicken Aber, und das ist ja das Ärgerliche, dieser friedliche Charakter, und insofern habe ich große Probleme mit dem Friedensnobelpreis, der ja immer an Leute gegangen ist, die dann später was ganz anderes gemacht haben, stelle ich fest, ne? Wo wir die dann mächtig kritisiert haben. Und so zeigt sich halt auch bei der EU, dass die Grundwerte der EU eben diese Friedlichkeit tatsächlich mehr und mehr unterhöhlt werden durch Militarisierung der EU. Obwohl wir in den EU-Verträgen also nicht die direkte Aufrüstung möglich machen können, soll aber doch die militärische Fortentwicklung, ich habe nicht mehr genau den Begriff, tatsächlich stärker im Vordergrund stehen, wenn wir in den Lissabon-Vertrag gucken. Das ist der Punkt. Es gibt die schnelle Eingreiftruppe, European Rapid Reaction Force, es gibt die Battle Groups, okay, die gab es von Anfang an. Wir haben die Europäische Verteidigungsagentur dazu bekommen. Wir haben Forschungsgelder nun für Rüstung. Ja, und es gibt auch kein EU-Veto, in Anführungszeichen, gegen die vielen Rüstungsexporte, die die Mitgliedstaaten in verschiedene Länder unternehmen. Uns wird diskutiert über die europäische Armee, auch sehr fragwürdig, wenn wir das im Einzelnen uns betrachten. Also diese Militarisierung findet statt. Und sie findet mitten in der EU statt. Das halte ich für äußerst problematisch.
Deswegen würde von mir die EU leider, ich bin nun eine wirkliche Pro-Europäerin mit ganzem Herzen, aber ich kann diesen Friedensnobelpreis nur ungern bei der EU sehen und glaube, dass über die Zukunft der EU ernsthaft nachgedacht werden muss, welche Werte denn wirklich die bestimmenden sein sollen künftig und welche nicht. Und wenn das nicht geschieht und nicht mehr für die Bürgerinnen und Bürger tatsächlich dabei herauskommt, dann wird die EU in ganz schwere Wasser geraten. Noch schwerere, als wir es jetzt schon sehen können, durch die vielen rechtspopulistischen Regierungen, mit denen wir es zu tun haben, die mehr oder weniger sowieso machen, was sie wollen, ob es um den Haushalt geht, ob es überhaupt Rechtsstaatlichkeit geht, Stichwort Ungarn und Polen. Aber ja nicht nur diese Länder, da spüren wir, wie dieser ganze Kasten in Bewegung gekommen ist, aufbricht. Und wir müssen jetzt gucken, wie soll diese EU wirklich weiterentwickelt werden. Ich sehe, das will ich abschließend sagen, keine Alternative im Zurück zum Nationalen. Ich halte das für kreuzgefährlich und eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Aber das heißt ja nicht, dass es so bleiben kann, wie es ist. Das wäre ein großer Fehler. Wir müssen praktisch europäische Integration neu entdecken und neu entwickeln. Und dazu gehört auch die Friedlichkeit der EU, die auch in Frage steht, zumindest mit der gegenwärtigen Politik von von der Leyen. Vielen Dank. Ja, Bernd Kasparek, wie schätzt du denn die Einhaltung der Menschenrechte an den europäischen Grenzen ein? Also als Hintergrund bei der Neuverhandlung des Frontex-Mandats 2011 wurden dort ein Menschenrechtsbeauftragter und ein sogenanntes Konsultativforum installiert, auch wenn ich mich frage, was das ist, das Frontex in Menschenrechtsfragen beraten soll. Und eben damals eben schon diese Kritik gab und auch dort in diesem Mandat vermeintlich umgesetzt wurde. Und vielleicht kannst du dazu ja auch was sagen. Okay, das ist total gut, diese Frage, weil ich daran noch mal ein bisschen nachzeichnen kann, was es eigentlich alles für Mechanismen gibt innerhalb der Agentur, die die Konformität mit Menschenrechten und Grundrechten herstellen soll. Und ich kann es aber vorweg schon mal sagen, ich bin der Meinung, dass die meistens nicht funktionieren. Der erste Punkt ist, dass es natürlich schon mal auffällig ist, dass diese ganzen Mechanismen erst 2011 installiert worden sind. Ne? Also 6 Jahre, nachdem es diese Agentur schon gab, kam man plötzlich auf die Idee, die agiert ja in einem sensiblen Bereich, wo auch Menschenrechte und Grundrechte berührt sind, da muss man vielleicht mal schauen, wie man dafür sorgen kann, dass die Agentur menschenrechtskonform handelt. Also das ist, daran sieht man schon, das war immer so ein nachträglicher Gedanke. Und wie gesagt, was du gesagt hast, seitdem gibt es die Menschenrechtsbeauftragte bei der Agentur. Aber was wir hören ist, dass das Büro von ihr viel zu wenig Ausstattung hat, zu wenig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. Also dass es für die Menschenrechtsbeauftragte unglaublich schwierig ist, den gewachsenen Aktivitäten der Agentur sauber hinterher zu recherchieren und zu verstehen, ob die Aktivitäten der Agentur menschenrechtskonform sind. Dann zudem sollte die Menschenrechtsbeauftragte eigentlich unabhängig sein. Aber genau durch diese Einschränkungen der Ausstattung ihres Büros ist es natürlich schwierig, dieser Frage nachzugehen. Und wir hatten auch immer den Eindruck, das letzte Jahr, dass die Arbeit von der Menschenrechtsbeauftragten durch den Exekutivdirektor schon sehr stark gehemmt wurde. Es gab 2 Empfehlungen von der Menschenrechtsbeauftragten, einmal 2017 und einmal 2020. Das bezieht sich auf das, was Cornelia vorhin gesagt hat, dass es eben diesen Artikel 46.2 gibt aus dem Mandat oder aus der Frontex-Verordnung, wo drin steht, dass Einsätze abgebrochen werden sollen. Das hat die Menschenrechtsbeauftragte 2017 tatsächlich in Bezug auf Ungarn gefordert. Da hat der Exekutivdirektor dann gesagt, da müsste man mal schauen, was die Kommission dazu sagt. Und die Kommission hat gesagt, das passt schon in Ungarn. Deswegen wurde der Frontex-Einsatz in Ungarn nicht abgebrochen. Und 2020 im März, vielleicht erinnert ihr euch noch,
als es zu dieser großen Eskalation kam und die griechische Regierung an der Grenze zur Türkei massiv Militär und Polizei aufgefahren hat und auch scharf geschossen hat. Es kam zu mehreren Toten. Auch damals hat die Menschenrechtsbeauftragte gesagt, hier kann kein Frontex-Einsatz stattfinden. Aber trotzdem, auch damals wieder hat der Exekutivdirektor gesagt, nein, wir führen diesen Einsatz durch. Also ich glaube, daran sieht man schon, dass die Menschenrechtsbeauftragte, dass dieser Posten relativ schwach ist. Das gilt genauso für das Konsultativforum. Ne? Das Konsultativforum besteht vor allem aus Vertreterinnen und Vertretern von NGOs, zum Beispiel UNHCR ist da drin oder der Jesuitenflüchtlingsdienst. Ich glaube, Amnesty ist drin, die Grundwerteagentur der EU ist auch drin. PICOM hat sich gerade zurückgezogen aus dem Forum. Und das Forum soll beraten, ja. Aber was wir von dem Forum immer hören, ist, dass sie sagen, es ist unbezahlt, man trifft sich, wenn es hochkommt, einmal im Monat und die ganze Arbeit muss eigentlich nebenher passieren. Und das große Problem ist, was wir immer aus dem Konsultativforum hören, das Forum kommt nicht an Informationen ran. Die hören davon, dass es bestimmte Vorfälle gibt, wie zum Beispiel vor einigen Jahren der sogenannte Vorfall bei Pharmakonisi, was eine kleine unbewohnte Insel zwischen Griechenland und der Türkei ist, auf der Schutzsuchende ausgesetzt worden sind. Und da ging es um die Frage, ob Frontex drin verwickelt ist. Und das Forum hatte unglaubliche Schwierigkeiten, überhaupt an die Informationen ranzukommen. Das heißt, die Agentur hat diese internen Informationen an das eigene Forum nicht rausgerückt. Und also sie sagen uns immer, effektiv ist es einfacher, als europäische Bürgerin oder europäischer Bürger über Informationsfreiheitsanfragen an Informationen ranzukommen, als wenn man in diesem Forum drin ist. Das heißt, auch dieses Forum ist relativ effektlos. Es gibt noch einen weiteren Mechanismus, und zwar ist es der sogenannte Individual Complaints Mechanism, also dass man eine Grundrechtsbeschwerde einreichen kann, wenn man der Meinung ist, im Rahmen von einem Frontex-Einsatz werden die eigenen Grundrechte verletzt worden. Also ich würde mal sagen, es hört sich an wie eine Dienstaufsichtsbeschwerde, weil es quasi eine administrative Untersuchung ist, die man bei der Agentur selber einreichen muss. Und da ist das Problem, dass relativ wenig Informationen bestehen, wie man so eine Aufsichtsbeschwerde eigentlich machen kann. Es gibt so ein Webformular auf der Seite von der Agentur, wo man das quasi reingeben kann. Aber das führt dann schon dazu, dass in den letzten Jahren 2/3 aller Beschwerden als unzureichend oder nicht zutreffend abgewiesen worden sind. Und wenn so eine Beschwerde mal durchgeht, ja, also wenn sozusagen die Menschenrechtsbeauftragte der Agentur sagt, ja, das ist eine Beschwerde, der müssen wir nachgehen, dann ist aber das Problem, dass die Frontex-Operationen nominell immer von Mitgliedstaaten durchgeführt werden. Ja, also zum Beispiel an der griechisch-türkischen Grenze wäre das dann eben Griechenland. Das heißt, die Menschenrechtsbeauftragte nimmt jetzt die Beschwerde und reicht die an die griechischen Behörden weiter. Also eigentlich an die griechische Polizei oder Staatsanwaltschaft, die jetzt gegen sich selbst ermitteln müsste. Und kann man sich ja vorstellen, und das ist ja jetzt nicht nur ein Problem in Griechenland und das ist auch nicht nur ein Problem mit Grenzpolizei, sondern das kennt man ja auch von normal, also nur oft Probleme mit der Polizei. Die ermitteln nicht anständig gegen eigene Beamte, da herrscht so einfach ein Chorgeist und diese Beschwerden laufen deswegen meistens im Sande und werden nicht ausermittelt. Und das ist natürlich ein riesiges Problem. Das heißt, Menschenrechte, Grundrechte, auch so grundlegende Völkerrechte wie eben das Asylrecht, der Schutz von Schutzsuchenden an den europäischen Außengrenzen durchzusetzen, ist unglaublich schwierig. Es gibt kein europäisches Gericht, wo man richtig hingehen kann. Es ist schwierig, das von nationalen Gerichten zu machen. Das bewegt sich alles meistens nur im Verwaltungsbereich. Das heißt, dort ist eine riesige Schutzlücke, die EU durch meiner Meinung nach ein unvorsichtiges Design von dieser Agentur mit aufgerissen hat und was korrigiert werden muss. Vielen Dank dir. Und eine weitere Frage, die ich mir stelle, also man hört immer häufiger in den Medien, wenn auch nicht zwingend prominent, aber es kommt immer häufiger vor, dass
es Kooperationen gibt zwischen der EU, Frontex und nordafrikanischen Ländern. Bernd Kasperek, könntest du uns da mal was zu erzählen oder erklären? Ich hatte das vorhin schon kurz angedeutet, ne, dass es dieses Verständnis von so einem erweiterten Grenzraum in der Europäischen Union gibt. Und deswegen ist es eigentlich ganz, oder es ist, wenn man so über Grenze und Migration nachdenkt, ist es eigentlich logisch, dass man sagt, gut, dann müssen wir schon proaktiv vor der Grenze anfangen, auf die Migration einzuwirken. Und den Fieldtrip, den ich vorhin erwähnt habe, als Frontex mit nach Libyen gefahren ist, das war noch so eine Ausnahme. Aber mittlerweile steht im Frontex-Mandat ja auch drin, dass sie mit Grenzschutzbehörden von Drittstaaten, also von Nicht-EU-Mitgliedstaaten, kooperieren können. Und dazu scheint es immer öfter zu kommen. Oder sagen wir es mal so, das ist jetzt nicht Nordafrika, aber es gibt aktuell oder schon länger zum Beispiel eine Frontex-Operation in Albanien, was jetzt außerhalb der Europäischen Union liegt. Es gibt diese ganze Zusammenarbeit mit, das ist so ein bisschen, es ist auch wieder so ein Graubereich, der auch schwierig ist auszuleuchten. Es gibt diese sogenannte libysche Küstenwache, die höchstwahrscheinlich einfach nur eine Miliz, also eine Fraktion aus dem libyschen Bürgerkrieg ist, die umgesattelt hat auf Schiffe und sich jetzt sozusagen finanziert durch die Europäische Union Grenzschutz für die Europäische Union betreibt. Ne? Also die Abfahrt von Booten aus Libyen nach Italien unterbindet oder Schiffe auf hoher See aufbringt und die Insassinnen und Insassen wieder nach Libyen zurückbringt. Es gibt diese ganze Kooperation mit Niger. Es gibt eine gewisse Kooperation, jetzt nicht unbedingt von Frontex, aber schon lange im Rahmen von europäischen Grenz- und Migrationspolitiken mit Tunesien und mit Marokko. Und was man uns immer erzählt hat, ist, dass man das große Vorbild von dem EU-Türkei-Statement, ne, 2016, also das, was den Sommer der Migration effektiv beendet hat, als man es geschafft hat, gegen eine Zahlung von 6 Milliarden Euro die Türkei in das europäische Grenzregime einzubinden und die Türkei die Abfahrten nach Griechenland unterbunden hat. Es gibt Pläne oder es gibt die Absicht in der Europäischen Union, dieses Abkommen, naja, nicht Abkommen, sondern diese Vorgehensweise auch auf Ägypten und Libyen, wenn es mal befriedet ist, auf Algerien und Marokko auszuweiten. Genau, also das sind sozusagen die Kooperationen, die stattfinden. Cornelia hat vorhin dieses teure Essen in Warschau erwähnt. Das ist sehr interessant, weil dort zum Beispiel auch Vertreterinnen und Vertreter des Innenministeriums von Angola anwesend waren. Also wo man sich natürlich fragt, na, was ist der Geschäftszweck da? Aber ich würde tatsächlich sagen, Frontex als Grenzschutzagentur mit einem Verständnis, dass Migrationskontrolle eigentlich weltweit stattfinden muss, natürlich schon längst angefangen hat, auch in den Herkunftsregionen von Migration aktiv zu werden oder dort Kooperationen zu suchen. Ah, okay. Ja, nun frage ich mich noch eine Sache. Und zwar habe ich in meinen Recherchen auch noch gelesen, dass Frontex mehr und mehr an moderner Grenzverwaltung forscht. Und Bernd Kasperek, werden denn unsere Grenzregime und somit auch die Migration nach Europa laut den Plänen von der EU und Frontex in Zukunft aussehen? Also die Agentur hat eine eigene Forschungsabteilung. Das ist jetzt aber nicht eine Abteilung, die quasi ein Labor hat oder die irgendwie, na, wie man sich so eine Forschungsabteilung vorstellt, sondern das ist eigentlich eine Vernetzungsstelle, um Universitäten und Rüstungsunternehmen zusammenzubringen und auch eben Forschungsprogramme von der Europäischen Union zusammenzubringen in Sachen moderne Grenzverwaltung, wie das immer heißt. Und die beiden großen Ergebnisse, die eigentlich schon in den 2000er Jahren rausgekommen sind, sind, also ist einer mal, eins ist Biometrie. Ne? Also wenn man sich fragt, warum mittlerweile Fingerabdrücke digital im Pass gespeichert sind und in den Personalausweis kommen sollen, dann ist es jetzt nicht die Schuld von Frontex, aber das ist definitiv eine Dynamik, an der die Agentur mitgearbeitet hat. Und das zweite große Forschungselement, an dem die Agentur immer mitgemacht hat, ist der Einsatz von Drohnen. Also das, was wir vor allem aus,
aus den Kriegen in Afghanistan und in den Pakistan kennen, also unbemannte Flugzeuge, die zum Einsatz, die zu Kontrollzwecken eingesetzt werden sollen. Ja, also auch das ganze Desaster zum Beispiel mit der Bundeswehrdrohne fällt definitiv in so einen Kontext, weil es damals ja auch darum ging, dort Kameraplattformen unterzubringen auf dieser Drohne, was natürlich einen Überwachungszweck hat. Also das sind die beiden Punkte, die für die Agentur sehr, sehr wichtig waren oder die sie lange gepusht hat. Ich würde sagen, was mittlerweile dazugekommen ist und was leider nicht genug betont wird, ist, dass wir unglaublich viele neue Datenbanken in der Europäischen Union haben, die mehr oder weniger zur Migrationskontrolle eingesetzt werden. Ne? Also es gibt das alte Datenbank des Schengener Informationssystems, was mittlerweile in der zweiten Generation existiert, was eine europäische Fahndungsdatenbank ist. Aber dann kam ganz schnell eben schon 2003 die Eurodac-Datenbank hinzu, die die Fingerabdrücke von irregulären Grenzüberquerenden und Asylsuchenden abgespeichert hat. Jetzt kommt 2008 ist das Visa-Informationssystem hinzugekommen, wo also die ganzen Daten von Visumsantragstellerinnen und Antragstellern drin gespeichert werden, aber auch von den einladenden Personen. Jetzt soll hinzukommen noch ETIAS, das ist so ein Visa-Waiver-Programm für die Europäische Union. Und was nach 2015 ganz schnell beschlossen wurde auf der Ebene der Europäischen Union, ist, diese ganzen Datenbanken, die sollen jetzt miteinander verknüpft werden und interoperabel werden. Also es soll nicht eine Monster-Datenbank werden, in der alles drinsteht, sondern diese verschiedenen Datenbanken sollen miteinander kommunizieren können. Ne, dass du zum Beispiel prüfen kannst, eine Person ist legal mit einem Visum eingereist, das ist ein 3-Monats-Visum, wie normal im Schengen-Raum. Dann soll es so ein Entry-Exit-System geben, ne, wo man quasi aufzeichnet, Einreise ist erfolgt, Ausreise ist erfolgt. Und wenn du das jetzt zusammenknüpfst, dann kannst du quasi sagen, ne, das Visum ist abgelaufen, die Ausreise ist nicht erfolgt, du kannst sofort eine Fahndung, du kannst die Person im Schengen-Informationssystem zur Fahndung ausschreiben. Das ist Interoperabilität. Und ich glaube, das ist das, was in den nächsten Jahren vermehrt kommen wird, also dass man eine Migrationskontrolle in dem digitalen Raum verstärkt haben wird. Ja. Vielen Dank für diese Aussicht. Nun möchte ich euch zuletzt ein wenig noch ein bisschen ins Positivere, in einen positiveren Ausblick kommen oder zumindest den Ausblick geben. Und deswegen meine letzte Frage an euch beide, wie ihr euch eine gute europäische Grenzpolitik vorstellt und was mit Frontex dabei geschehen müsste. Cornelia Ernst, mach du gerne den Anfang. Ja, die Sache mit der Interoperabilität, das ist ein großer Hammer, der auf uns zukommt, das will ich auch nochmal sagen. Und Eurodac wird ja dann mit Europol auch verschränkt werden, in ganz anderer Weise. Das wollte ich auch nochmal hinzufügen. Und die Kooperation mit den Drittstaaten, das ist die erste Dimension. Die sogenannte erste Dimension im Migrationspakt wird also auch eine ganz andere Nummer darstellen sollen. Gut, alles das wollen wir natürlich nicht. Das ist völlig klar. Ich stelle mir die Frage, inwieweit wirklich Frontex als solches, eine solche Agentur im besten Sinne des Wortes notwendig ist für Grenzschutz an den EU-Außengrenzen. Wir haben seitens der Mitgliedstaaten logischerweise einen Grenzschutz, das ist völlig okay. Und es sollte auch eine Kooperation zwischen den Grenzschutzbehörden durchaus geben. Das will ich alles nicht für falsch halten. Es gilt ja auch zum Beispiel terroristischen Bestrebungen und grenzüberschreitender Kriminalität die Stirn zu bieten. Ich glaube, darüber kann man gerne reden, zumindest mit mir oder uns als Linke. Aber inwieweit Frontex tatsächlich hier der richtige Bringer ist, wage ich zu bezweifeln. Wir würden lieber das Geld, ich sage das mal so, wenn es keine Mehrheiten dafür im Parlament gibt, muss man es ja mal sagen dürfen, das Geld umgeschichtet wissen in eine Agentur für Lebensrettung auf dem Mittelmeer oder Ähnliches. Es gab ja schon mal eine gute Mission, die durchgeführt wurde auf dem Mittelmeer Sophia. Und wir könnten uns vorstellen, dass die Mittel dafür deutlich besser eingesetzt sein könnten, inklusive einer tatsächlichen Entwicklungspolitik in Drittstaaten, die dann hilfreich sein könnte,
um tatsächlich auch Migrantinnen und Migranten in diesen Ländern eine Perspektive zu bieten. Das nur nebenbei. Ich wünschte mir in jedem Fall, dass die EU-Außengrenzen tatsächlich unabhängig von einem unabhängigen Monitoring-Mechanismus überwacht wird, und zwar in der Weise überwacht wird, wie Menschenrechte und Grundrechte tatsächlich eingehalten werden im Umgang miteinander. Das halte ich für eine ganz wichtige Sache. Das muss unabhängig sein. Alles andere ist, denke ich, unsinnig. Das wissen wir nicht erst seit Frontex. Ja, ich wünschte mir, dass auch die Problematik der Aufnahme von Geflüchteten anders geregelt werden würde, nämlich, dass es Empfangs- und Informationszentren an den EU-Außengrenzen gäbe, um erstmal herauszufinden, was passt denn auf mich, wo kann ich denn tatsächlich hin, und wir wollen natürlich, damit bin ich am Migrationspakt von vornherein, dass an den EU-Außengrenzen nicht die Asylbearbeitung stattfindet und auch gar nicht der Druck auf diesen Staaten dann auch existiert, sondern in den EU-Mitgliedstaaten es von Anfang an auch bei der Asylbearbeitung eine Aufteilung der Responsibilitäten gibt. Ja, und ja, wir brauchen eine Umkehr im Umgang mit den Drittstaaten. Es gehören ja noch andere Drittstaaten dazu, zum Beispiel Sudan, wenn ich an sowas denke. Wir waren im Sudan gewesen, wo die Italiener ja auch tatsächlich die Kontakte aufrechterhalten und uns dann erzählt wurde, dass unterstützt wird, dass in der libyschen Wüste dort die Grenzbeamten rumstehen und die Leute abhalten, weiterzugehen. Ja, als wir uns dort unterhielten mit den Beamten und ich die Frage stellte, wie machen wir denn das mit den Pässen, fingen unsere Franzosen an zu lachen und haben gesagt, Conny, die haben da keine Pässe. Also ein Teil davon jedenfalls führt sowas nicht. Das ist die Arbeit der EU in der libyschen Wüste, nämlich eine miserable. Kurz und bündig, hier müsste also eine Änderung geben im Umgang mit Drittstaaten. Entwicklungspolitik müsste eine viel größere Rolle spielen. Und abschließend, glaube ich, was die EU-Außengrenzen angeht. Also die Diskussion um Feindbilder sollte man nicht wieder aufkommen lassen. Weder Russland noch China sind Feinde. Und ich hoffe, die USA auch nicht. Das würde mich sehr freuen. Und insofern, glaube ich, sollten wir die Kräfte, die wir haben, anders einsetzen, auch die Mittel, die wir haben, anders einsetzen für Lebensrettung, für Aufnahme, für ein vernünftiges Miteinander. Vielen Dank, Cornelia Ernst. Dann gebe ich dir, Bernd Kasparek, das Wort. Ja, das ist eine total gute Frage. Es ist auch klar, dass sie durchkommen muss. Mir wäre eine Sache total wichtig. Und das ist es, dass es auf der Ebene der Europäischen Union, aber natürlich auch für die Mitgliedstaaten, endlich zu einer Entkoppelung von Grenzpolitik und Migrationspolitik kommt. Und ich finde, dann kann man anfangen, über alles Mögliche zu reden. Aber dass man sagt, wir betreiben Migrationskontrolle über Grenzkontrolle oder über Grenzziehungspraktiken, das halte ich für sehr, sehr, sehr problematisch, weil dafür sind Grenzen eigentlich nicht da und so funktioniert auch keine gute Politik. Ja, also der französische Philosoph Etienne Balibar sagt immer, die Grenzen Europas sind die Grenzen der Demokratie. Und das ist jetzt nicht in der Art und Weise gemeint, dass außerhalb Europas keine Demokratie herrscht, sondern er sagt, das ist quasi eine Bemerkung, die sagt, an den Grenzen Europas herrschen andere Zustände, weil es dort noch so ein souveränes Moment gibt oder weil eben Grenzkontrolle in diesem Zwischenbereich ist, wo es dann eben oft zu Menschenrechtsverletzungen kommt, weil die dort nicht eingeschrieben sind und weil dort mit Menschen interagiert wird, ohne dass sie eine Möglichkeit haben, sich zu dieser Politik zu äußern, was eigentlich Grundvoraussetzung für eine demokratische Politik wäre. Deswegen, Grenzen sind rechtsstaatlich und demokratisch schwierig, meiner Meinung nach, und sie für so ein wichtiges oder schwerwiegendes gesellschaftliches Thema wie Migration zu deren Steuerung einzusetzen, das ist meiner Meinung nach grundfalsch, weil es nämlich die ganze Perspektive auf Migration immer nur aus einer polizeilichen oder aus einer Bedrohungsperspektive, aus einer Risikoperspektive, eigentlich aus einer Sicherheitsperspektive lenkt. Und Migration ist alles Mögliche,
Und Migration ist vielfältig, aber es darf nicht diesen polizeilichen Blick oder ausschließlich polizeilichen Blick auf die Migration geben. Aber das passiert genau, wenn man die Grenze als das Instrument einsetzt, um Migrationskontrolle zu betreiben. Und deswegen haben wir genau gerade jetzt diese ganzen Menschenrechtsverletzungen, die stattfinden. Das heißt, man kann Migrationspolitik diskutieren, man kann Grenzpolitik diskutieren, aber ich würde wirklich sagen, die müssen voneinander entzerrt werden. Und es müsste innerhalb der Europäischen Union doch nochmal eine gute Diskussion darüber geben, welcher Stellenwert Migration eigentlich für Europa hat. Weil ich stimme Cornelia da vollkommen zu. Das ursprüngliche Projekt, europäische Projekt, war progressiv. Ja? Und diese, auch was du gesagt hast, die Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union, ne? Und dass man Migration innerhalb der Europäischen Union gar nicht mehr als Migration, also stigmatisiert sieht, sondern als Mobilität und als was Wünschenswertes. Und ne, dass einem an der Universität nahegelegt wird, doch unbedingt ein Erasmus-Jahr zu machen, weil es gut ausschaut auf dem Lebenslauf und überhaupt eine gute Erfahrung ist. Ja, aber dass Mobilität mittlerweile eigentlich eine Erwartung ist in der Europäischen Union, das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Ne? Dass es klappen kann, die Binnengrenzen abzubauen, dass es möglich ist, einen ganz normalen Aufenthalt für Personen zu haben, die nicht in einem Land wie zum Beispiel Deutschland geboren sind, sondern die trotzdem herkommen können und sich niederlassen können. Und das ist dieses utopische Element im europäischen Projekt, was wir meiner Meinung nach größtenteils verwirklicht haben, aber halt leider nur beschränkt auf die Europäische Union und auf die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union. Und mit ein bisschen Mut und mit ein bisschen Vision könnte man meiner Meinung nach daran arbeiten, wie sich dieses Prinzip ausweiten lässt. Aber das ist eben eine Diskussion, die müsste man in der Europäischen Union nochmal führen. Und ich befürchte nur, dass wir gerade in so einem Moment sind, ne, 10 Jahre lang Doppelkrise in der Europäischen Union oder Mehrfachkrise in der Europäischen Union, dass es diese Diskussion gar nicht gibt. Aber deswegen ist es ja so wichtig, dass ihr nochmal zu diesem Abend eingeladen habt, weil ich glaube, genau in diese Richtung muss die Diskussion gehen, wenn wir einen Schritt weiter kommen wollen mit der Europäischen Union. Vielen Dank für diese Worte. Nun, dann möchte ich mich ganz herzlich bei Bernd Kasperek und Cornelia Ernst für ihre Teilnahme bedanken. Möchte auch nochmal auf das von Bernd Kasperek erscheinende Buch im Mai Europa als Grenze hinweisen und auch empfehlen, sich auf der Website von Cornelia Ernst zu informieren. Dort erscheinen Pressemitteilungen zum Beispiel über Frontex. Also wer weiter an dem Thema dranbleiben kann, hat damit 2 gute Empfehlungen, denke ich mal. Weitere Veranstaltungen des Europapolitischen Forums des Kurt-Eisner-Vereins werden in naher Zukunft folgen. Alle weiteren Infos findet ihr dann auf unserer Webseite. Nun wünsche ich euch allen einen schönen Abend.